Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem ganz kurzen, spontanen Apex Legends News Update. Es ist mal eben heute was ganz Spontanes, um 19 Uhr war es glaube ich ungefähr passiert. Der Kings Canyon ist auf einmal zurück. Keine Sau hat davon gewusst, nicht mal die großen Dataminer haben es geleakt. Mirage Voyage ist ebenfalls zurück. Wie ich es vor kurzem berichtet habe, Mirage Voyage ist am Start, inklusive die Mischung aus dem Fight Night Event. Mega interessant. Und auch der Schiff-Teaser, von dem ich vor kurzem gesprochen habe, ist auch schon am Start. Quasi ein Fuse-Teaser. Was noch nicht am Start ist, ist die Bombe. Eigentlich sollte das Schiff morgen am 16. Januar, wahrscheinlich um 19 Uhr, erst auftauchen, inklusive einer Bombe. Aber auf Twitter ist heute im Video aufgetaucht. Dort sehen wir schon auf Olympus, wie das Schiff, aktuell ist das Schiff, glaube ich, nur auf Kings Canyon. Hundertprozentig kann ich es aber nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass Kings Canyon wieder in der Map-Rotation ist. Ich gehe davon aus, dass das jetzt erstmal für das Fight Night Event nur ist, denn in Season 8 gibt es ja ein fettes Map-Update. Das Schiff ist bis jetzt nur relativ weit weg, aber auf Twitter ist etwas aufgetaucht. Zeige ich euch gleich bewegte Bilder, wie das Schiff über Olympus schwebt, wirklich über den Köpfen, auch in der Zone. Und diese, ich sag mal, ultimative Fähigkeit, die Teaser von Fuse abwirft. Das ist tatsächlich so eine kleine Bombe, die ist wirklich relativ klein und hinterlässt einen kleinen Thermit-Krater, könnte man sagen. Also kein Krater, der an den Boden gehauen wird, sondern wirklich nur eine brennende Fläche. Die ist nicht sehr groß, die haut aber fetten Schaden aus. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie überrascht die Prise Salz, Old McMorris und ich waren. Wir haben nämlich gerade zusammen gestreamt auf Twitch. Es war der ultra geile Stream des Jahrtausends, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Ich war halt mega geflasht. Es hat absolut Spaß gemacht, mit den beiden zu streamen. Nur bei mir lief es nicht so gut, aber die Zuschauer, ihr wart so gut drauf, so viele neue Subs, Follows, Donation und so weiter. Danke nochmal dafür und natürlich auch danke an Morris und die Prise. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, erstens den Kings Canyon, wie überrascht wir waren, dass auf einmal das Mirage Voyage Schiff wieder da ist. Und in einem zweiten Clip gleich danach zeige ich euch noch das Schiff. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ihr seht es jetzt am Anfang eigentlich schon am Himmel. Ich habe es einfach nicht gerafft. Zieht es euch einfach mal rein. Bei Helikopter steige ich, ist es schon zu sehen. Wo kommt denn der Kings Canyon her? Wer wusste davon? Wo kommt denn der? Gar nichts. Nee. Okay. Und Mirage Voyage ist am Start. Okay, ihr wisst, wo wir droppen, oder? Was ist denn hier los? Ist das geil? Ich freue mich gerade richtig, obwohl ich keinen Bock auf die Map habe. Oh mein fucking Scheiß, Drecks Gott. Wie kommen wir da denn weg? Die Dinos sind weg. War das vielleicht das Update, die 65B, die vielleicht irgendwo im Hintergrund, aber das macht keinen Sinn, oder? Wie kommt man denn hier vom Schiff wieder runter? Das wird mal raus, keiner weiß es. Oh, hier sind die Drops. Oh nein, ich mach das nicht mit. Ich gehe kurz hier drüben hin, das macht keinen Sinn. Schaut mal bitte in den Himmel auf den Kings Canyon, das Schiff soll schon zu sehen sein. Dieser Map, dieser Schiff-Teaser, der eigentlich morgen kommen soll. Oh, da ist es, tatsächlich. Ich meine, ich habe das Bild heute auch schon gesehen auf Olympus. Oh, bei mir laggt es aber richtig hart. Ich würde gerne hier hin wollen, wenn das okay ist. Oh, das laggt ja richtig hart. Bin ich zwar nicht mit einverstanden, habe ich auch keinen Bock drauf, aber wenn wir um. Ich mag diesen Spot. Ich finde ihn okay. Dann müssten ja jetzt eigentlich schon Fuse-Teaser kommen in dem Spiel. Mit Bomben abwürfen. So, ihr habt es gesehen. Ich kann euch aktuell leider nicht sagen, ob es auch auf dem World's Edge zu sehen ist oder auf Olympus. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen und ich hatte jetzt auch keine Zeit weiter da nochmal zu kontrollieren, weil ich jetzt schnell das Video noch fertig bekommen wollte. Ich zeige euch aber jetzt Bilder, bewegte Bilder von dem Schiff direkt über Olympus. Da wird das Schiff auf jeden Fall noch auftauchen und dort sehen wir die Krater, ein paar Sounds und so weiter. Das zeige ich euch jetzt und wie gesagt, das kann ich euch hier nochmal kurz zeigen. Ach, das bringt euch ja gerade gar nichts. World's Edge ist jetzt gerade in der Rotation. Kings Canyon ist drin, Olympus ist drin. Ich gehe davon aus, es gibt noch kein offizielles Statement von Respawn, wie lange Kings Canyon jetzt am Start sein soll. Ich gehe aber fest davon aus, dass das jetzt erstmal nur für das Event sein wird. Und danach fliegt wahrscheinlich der World's Edge Kings Canyon erstmal wieder raus. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Fuse-Teaser vorab schon.
Also, wir gehen davon aus, dass das Schiff diese Bomben abwirft. Wie die Fähigkeit nachher aussieht, wenn Fuse nachher am Start ist. Ihr habt es gerade gesehen, der Krater von diesem Thermit oder von dem Feuer, der ist nicht sehr groß. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit der Ulti ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht ein paar mehr von den Bomben abwirft. Ansonsten, wenn wirklich diese Bombe vom Himmel regnet, die Wahrscheinlichkeit, da einen Gegner zu treffen, ist wahrscheinlich echt relativ gering, je nachdem, wie schnell das einschlägt. Aber wenn der Krater so klein bleibt oder dieser Umkreis von diesem Feuer, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich bin auf jeden Fall aber auch auf morgen, auf den 16. gespannt. Jetzt, wenn ihr das tagesaktuell schaut, wird es wahrscheinlich schon der 16. sein und dann werden wir wahrscheinlich schlauer sein. Aber ich gehe erst von 19 Uhr circa aus, wenn das Schiff dann tatsächlich auch über unseren Köpfen schwebt und nicht einfach irgendwo weit in der Ferne. Das soll es von den Informationen schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund. Einen Daumen für das Video nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.